Ja, ich drücke heute das erste Mal Pop G, ist hier mit einer orangen Rolle. Und das Material soll also wirklich eine Stabilitätswerte, besser sagen, eine Festigkeitswerte. Hier die Lupeinstellung, ich habe die Sache ein bisschen verändert. Und es scheint mir echt auf Anhieb ganz gut zu gelingen. Und der Ruder bringt das wirklich gut aus dem Bett. Und auch also die ganzen Konturen sehen sehr gut aus. Also den ersten Schritt bin ich schon da zufrieden. Ja, ich habe jetzt so eine PETG-Platte auf dem Filmscharnier gedruckt. Ich drücke das mal rum. Also das 60 um 90 Grad drücken. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Das kann man also bis zu 100 Mal drücken, ohne dass es bricht. Also das Material ist wirklich zäh und auch das reißt fast gar nicht. Wunderbar. Ja, hallo. Also hier sind jetzt meine Ausdrucke fertig. Hier, das sind also Aufnahmen hier für diese Filmrollen. Einmal zum Stecken und hier einmal eine zum Schrauben. Und die habe ich deswegen gemacht, weil aus Filminat geht auch ohne diese